Servus, die Walum. Heute geht es um das Thema Fitness im Alter. Wie ich begonnen habe mit dem Training, das war schon in den frühen 60er Jahren, hat man mir gesagt, na warte mal, wenn du einmal alt bist, wird dann alles runterhängen. Dem ist nicht so. Das heißt, jetzt bin ich schon 77, muss sagen, mir hängt da Gott sei Dank nichts runter. Ich bin noch voll fit, trainiere 6-mal in der Woche und halte meine Muskeln an und für sich immer schön auf Trab. Im Alter ist es ganz, ganz wichtig, dass man beim Training dabei bleibt. Was ich jetzt beobachtet habe in den letzten Jahren, war das, dass die Leute, die älter werden und so weiter, dann keinen Sport betreiben und so weiter, relativ schnell die Muskelspannkraft verlieren und immer eine schlechtere Haltung annehmen. Dadurch, dass ich jetzt immer trainiere, werden meine Muskeln und so weiter immer gekräftigt, die Wirbelsäule wird entlastet und ich habe keine Probleme mit dem Rücken. Gott sei Dank. Und ich kann ja jedem raten, wenn er älter ist, ist wurscht welches Alter, weil ich sage immer, Alter ist ja nur eine Zahl, mit dem Training zu beginnen, ein gutes Kräftigungstraining zu machen und die Muskulatur in dem Fall immer aktiv halten. Und dann wird auch kein Problem sein, damit man die Probleme, wird man die Probleme in den Griff kriegen und man kann bis ins hohe Alter rein trainieren. Es hat eine Studie ergeben in den USA, da hat es Leute, also Probanden gegeben, die mit über 80 Jahren 2 Monate lang Krafttraining betrieben haben. Alle haben eine Gehhilfe gebraucht, den einen Rollator, den anderen Gehstock. Und nach 2 Monaten Krafttraining, Kräftigungstraining, hat keiner mehr einen Rollator gebraucht und keiner mehr eine Gehhilfe. Damit zeigt man, dass man auch in hohem Alter die Muskulatur kräftigen kann. Und das ist immer wichtig, dass er stabil bleibt, dass der Körper sich an das Training anpasst. Und die ganze Gesundheit, alles hängt ja von der Muskulatur ab. Man glaubt nicht, in dem Fall, der Muskel ist ein Organ, unser größtes Organ. Und wenn man das vernachlässigt, dann kommen eben die Probleme. Vor einigen Jahren habe ich mit meiner Gattin einen Ausflug nach Kroatien unternommen, auf die Insel Rab. Da haben wir uns gedacht, fahren wir nicht mit dem Auto, nehmen wir einen Autobus, fahren wir mit einer Reisegesellschaft und sind dann mit dem Bus nach Kroatien gefahren. In dem Bus waren eigentlich alle so über 60, kann man sagen. Und weit über 1000 Jahre sind in dem Bus gesessen. Was mir dazu aufgefallen ist, dass alle eigentlich von der körperlichen Seite her ziemlich angeschlagen waren. Und ich da eigentlich ein bisschen herausgestochen habe aus dem Ganzen. Der Buschauffeur, zufälligerweise, hat er damals schon einmal bei uns im Verein trainiert und hat sich super erinnert an mich und hat natürlich dann eine kleine Werbung gemacht für mich. Und der ganze Bus hat dann geklatscht und so weiter. Und wir haben Mutzergaude gehabt. Und ich muss sagen, das hat mir wieder gezeigt, dass man in hohem Alter oder in höherem Alter immer noch super ausschauen kann und immer noch auffallen kann in dem Fall. Und ich muss ehrlich sagen, überall, wo ich hinkomme und so weiter, ist es eben so, dass ich durch meine Figur auffalle. Nicht? Für mich wichtig ist natürlich, dass ich sehr viel aktiv unterwegs bin. Das heißt, ich bin in 3 Studios unterwegs und dadurch auch mit sehr vielen jungen Leuten und auch älteren Leuten. Und die Möglichkeit haben, eigentlich mit mir zu trainieren. Und ich habe immer Spaß dabei. Ich kann eigentlich, so gut es geht, mit sehr vielen noch mithalten. Und dadurch hält man sich selbst auch jung. Und das ist einmal wichtig. Mit sehr vielen jungen Leuten zusammen sein. Auch Ältere sind da mit eingebunden. Aber es macht immer Spaß. Es ist immer Mutter Gaudi dabei. Und dadurch ist es eigentlich wunderschön, wenn man sieht, aus dem ganzen Bodybuilding, das immer so verschrien war, dass da wirklich das gut angenommen wird und die Leute ja immer mehr auf das Fitness-Ding aufspringen. Meine Devise ist, ich kann nur jedem raten. Schaut auf eure Figur, es gibt kein Alter, wo man nicht einsteigen kann. Und
schön langsam beginnen. Ganz wichtig ist natürlich, das alles unter Anleitung zu machen. Nicht in ein Studio gehen und dort anfangen mit den Geräten zu trainieren, ohne Erfahrung, ohne Anleitung. Und dadurch kann man sich natürlich wieder im Gegenseits schädigen und eher das Negative aus dem Sport rausholen. Ganz wichtig ist einmal reingehen, schauen, dass man eine Beratung hat, einen Trainer nimmt und die Übungen richtig ausführt. Dann macht es auch richtig Spaß. Es gibt auch sehr gut ausgebildete Physiotherapeuten, die Empfehlungen abgeben, dass das Krafttraining für ältere Personen, die Bewegungseinschränkungen haben, sehr gut ist. Natürlich muss man das, wie gesagt, unter Anleitung machen, sonst kann man sich eher schaden damit. Wenn ihr von mir Tipps für euer Training braucht, dann braucht ihr nur schreiben. Ich werde versuchen, euch weiterzuhelfen oder einen Termin ausmachen, damit wir mal gemeinsam ein Training starten. Es ist jederzeit möglich. Ich bin, wie gesagt, in 3 Studios in Graz unterwegs. Und dass wir einen Termin machen und dass ich mit euch also eine Trainingseinheit durchgehe. Es ist nicht zu spät, mit dem Training zu beginnen. Schreibt uns, wir können gerne einen persönlichen Termin vereinbaren. Im Übrigen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt den Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, Alter ist nur eine Zahl.